Expanding Influence im Inland. Da sieht man natürlich nicht viel von. Das ist auch eine sehr seltsame Ausdehnung. Bei Vladivostok. Hier könnte ich mal eine Verteidigungseinheit bauen, aber so wirklich schnell würde das nicht gehen. Vielleicht doch eher doch nicht. Civil Disorder war jetzt nur in Mainz. Der hält die Stadt auf Trab. Ich gleich mal hingehen, das beheben. Hier breitet sich auch gleich der kulturelle Radius aus in, ja, in der nächsten oder übernächsten Runde. Ich weiß nicht, ob es direkt bei 100 switcht oder bei 101. Dann ist hier Tacoma schon ziemlich in Bedrängnis. Hier wollte ich noch zeigen, das ist eine ziemlich seltsame Ausdehnung. Seltsam, dass hier ein einziges Feld so ausbuchtet. Es hat bestimmt was mit dem Ocean zu tun, dass man auf Ocean nicht so gut den kulturellen Radius erweitern kann. Kann ich gleich mal hierbei. Ja, das sieht sehr danach aus. Hier ist irgendwie die Grenze genau am Ocean. Über ziemlich weite Strecken. Weitermachen mit den Fabriken und die Kavallerien nach oben schicken. Eine nie versiegende Quelle an Kavallerien. Die Einheit hat schon zwei Katapultschüsse abgefangen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Noch ein Angriff. Da hat sich das Blatt noch mal ganz schön gewendet. Hier müssen die beiden Schiffe ganz schön aufpassen, dass sie nicht aneinander knallen. Oh, 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 jetzt passiert es. Jetzt passiert es vielleicht auch gleich. Was wird dann wohl passieren, wenn die Schiffe aneinander fahren? Vermutlich ein furchtbares Unglück. Ich hoffe, ich schaffe das noch mit dieser Folge bis morgen. Weil selbst wenn ich. Nee, bis übermorgen. Selbst wenn ich das mit dem Aufnehmen jetzt hinbekommen sollte und das nicht wieder irgendwie schief läuft, dann wird es trotzdem ganz schön knapp. Die haben alle schon angegriffen. Denn ich muss die Folge noch produzieren
und dann noch hochladen. Und das nimmt schon noch ein bisschen Zeit in Anspruch. Was ihr vielleicht schon gesehen habt, ist mein Produktionstool. Da habe ich aktuell FreeMake im Einsatz. Damit kann ich so ein bisschen die Folgen schneiden und so Ende und Anfang herausschneiden, wenn ich da noch irgendwie überlege oder sowas, wie ich die Folge anfange oder wenn ich beim Ende irgendwie ein bisschen noch Geplänkel habe, was ich abschneiden möchte. Da macht sich FreeMake als Produktionstool ziemlich gut. Wo man allerdings aufpassen muss, ist bei der Installation. Da wird jede Menge Scheiße mit installiert, wenn man da nicht aufpasst. Da gibt es so Haufen Software, die man nicht auf dem Rechner haben will. Das kennt ihr mit Sicherheit auch irgendwie. Ihr installiert euch irgendwelche Software und dann habt ihr irgendwie eine komische Leiste mehr im Browser, die ihr eigentlich gar nicht wolltet. Eine komische, hässliche Suchleiste. Ja, so ein Murks ist da mit drin. Und ich glaube nicht nur eins, sondern sogar gleich mehrere verschiedene von diesen tollen Softwareangeboten, die einem da den Browser zumüllen. Da muss man also ein bisschen aufpassen, wenn man sich FreeMake installiert. Aber wenn man sich das ordentlich durchliest, dann sieht man, was man abwählen muss beim Installieren. Und dann hat man ein ganz gutes Tool, um Videos zu schneiden und danach zu komprimieren, was ja auch sehr wichtig ist, um das dann hochzuladen, weil meine Videos sind hier aktuell so um die 15 Gigabyte groß. Kommt ein bisschen auf die Länge an. Stundenvideos können auch mal 20 Gigabyte groß sein. Und das wird ja dann runter komprimiert auf, ja, auf 500 MB ungefähr. Natürlich kommt es da auch auf die Länge an. So, jetzt ist das Radio fertig. Das ist aber wieder bloß so eine Brückentechnologie. Oh, und ich erreiche das nächste Zeitalter. Das ist cool. Jetzt sehen meine Städte wieder anders aus. Und zwar wie moderne Städte. Und ich bekomme auch gleich Raketen als Technologie geschenkt, weil ich die erste Zivilisation bin, die das neue Zeitalter erreicht. Und jetzt kann ich hier Jets bauen. Und eine SAM-Missile. Und als neue Ressource bekomme ich Aluminium dazu. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich Aluminium auch schon habe. Oder ob ich das noch irgendwo bekommen muss. Und ich bekomme jetzt die Möglichkeit, den Palast wieder ein Stück weiter auszubauen. Viele Möglichkeiten bleiben mir ja nicht. Einfach nur rechts oder links hier noch sowas draufzusetzen. Dann mache ich das mal. Ja, Aluminium habe ich. Aluminium habe ich tatsächlich. Das werden wir bestimmt irgendwann mitbekommen, wo das Aluminium liegt. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt suchen. Und Berlin baut einen Flugzeugträger. Das ist krass. Das ist einfach nur krass. Ja, und die Städte sehen jetzt hier auch aus wie moderne Städte, so mit nur modernen Hochhäusern und so. Und die Menschen sehen auch wieder anders aus. Komischerweise haben die unglücklichen Frauen Sonnenbrillen auf. Weiß nicht, ob unglückliche Frauen oft Sonnenbrillen tragen. Ja. Ich würde hier gerne Jets bauen. Weil, wenn ich einen Flugzeugträger habe, dann wäre das natürlich cool, wenn da irgendwie Jets drauf stationiert sind. Und jetzt
zeige ich mal dieses krasse Ding. Das ist einfach nur riesengroß, dieses Ding. Und darauf rotiert auch das Radar vor sich hin. Ja, echt schön. Ja, den lasse ich jetzt erstmal hier so stationiert, bis er ein paar Flugzeuge hat, die der tragen kann. Schauen wir mal rein, was der dann transportieren kann. Und zwar 4 Flugzeuge. Werde ich den mal so stationieren dort. Das hat leider noch nicht geklappt. Jetzt ist es soweit und ich habe die englische Hauptstadt eingenommen. London ist mein. Und die Arbeiter schicke ich gleich mal raus. Jetzt wird passieren. Ach, es passiert gar nichts. Schön. Ja, wie zu erwarten war. Passiert natürlich gar nichts, weil die einfach stacken. War auch nur ein Spaß. Und jetzt sind hier auch der Norden komplett aufgeklärt. Da ist alles entdeckt. Kann ich die Einheit auch gleich in den Süden schicken? Ja, wie gesagt, FreeMake ist ein gutes Tool. Das hilft sehr bei der Produktion. Und wenn man FreeMake durch hat und das Video komprimiert hat, was alles seine Zeit dauert, das dauert alles ein paar Stunden immer, das dann das Ganze komprimieren und hochladen und so weiter, weil auch 500 Megabyte hochladen dauert dann auch wieder noch eine Weile. Wenn man das dann geschafft hat, dann ist das Video endlich online, beziehungsweise geplant, weil ich ja da auch ein cooles Tool habe. Und zwar ist das der Simple YouTube Video Uploader. Das ist das Tool, was ich da nutze. Schade. Muss ich hier noch eine Einheit vorschicken. Auch aus Reading kann ich ja noch viele Einheiten reaktivieren. Und der Simple YouTube Video Uploader, der ist, ja, mit dem kann man die Veröffentlichung von YouTube-Videos planen, auch wenn man nicht YouTube-Partner ist, was ich aktuell noch nicht bin. Ich bin mir auch nicht ganz sicher darüber, ob ich das werden möchte. Schau an, hier kann ich auch eine Cruise Missile bauen. Das konnte ich irgendwie in Berlin nicht. Weiß ich gar nicht warum.
Und wie wir hören, hören wir auch eine andere Musik. Wir hören jetzt so E-Gitarrenmusik. Das passt anscheinend etwas mehr zu der Moderne. Haben wir hier endlich mal wieder einen anderen Klang in Civilization? Und wir haben es geschafft. Ich gucke hier mal, ob hier Siedler dabei sind, aber da sind auch gar keine Siedler dabei. Von daher alles nicht so wild. Brauche mich gar nicht so beeilen mit dem Besiedeln. Einen Siedler muss ich übrig lassen. Dann schaue ich mal, wo es sich da lohnt. Und hier geht es auch direkt weiter. Die nächsten Städte angreifen. Zum Teil noch regenerieren. Zu einem großen Teil sogar. Ja, und dem Siedler lasse ich natürlich auch direkt eine Verteidigungseinheit da und fahre dann ein Stück weiter rum, vielleicht erstmal nur noch ein bisschen nach Norden. Und dann ist die Runde auch schon wieder um. Ja, und bei dem Video-Uploader, da ist es so, dass man sich so Playlists anlegen kann. Da habe ich so eine Civilization-Playlist, da habe ich auch eine Judged Alliance 2 Mod 1.13-Playlist, wo ich quasi so all mein grundsätzliches Setting so schon so eingestellt habe. Das kann ich mir dann immer laden. Und dann brauche ich nicht mehr so viel umstellen. Hier ist die Factory jetzt sogar schon fertig. Das ist ja toll. Kann ich direkt das Wasserkraftwerk hinten dran bauen. Und das geht dann relativ fix, das einzustellen, bevor ich das hochlade. Das ist dann ganz praktisch. Und hier ist jetzt das große Kampfschiff fertig. Da werde ich gleich mal zur Unterstützung auch so ein Jet bauen. Hier fehlen wieder. Doch, hier ist die Cruise Missile. Aber die geht halt nur kaputt. Ich schau mal eben, was die Submarine so bringt. Ich glaube, da kann man auch eine Cruise Missile drauf laden. Units. Und Submarine. Wo ist sie denn? Da. Nee, sehe ich nicht. Sehe ich jetzt nicht, dass man da eine Missile drauf laden kann? Invisible sind sie.
sind die Engländer noch sehr hinterher und haben nur eine Verteidigungseinheit in einer Stadt. Mal davon abgesehen, dass da eben auch nur ein Spearman zur Verteidigung war. Ab nach Hastings. Habe ich ja noch ein paar mehr Einheiten, die das hier erledigen könnten. Eine weitere. Sehr gut. Und jetzt können dort auch alle Einheiten regenerieren. So, hier muss ich mal überlegen, ob ich die Stadt jetzt hier baue oder vielleicht hier. Um den Platz besser auszunutzen. Ja, ich ziehe die mal hier runter. Da hat noch irgendwas gebrannt. Nehmen wir mal an, das war... Ach, Newcastle sehe ich gerade. Das ist Newcastle. Muss ich gleich nochmal schauen. Musik mit Gitarre und Saxophon. Oder Klarinette könnte es auch sein. Jo, London, Newcastle, wo bist du? Ich suche Newcastle einmal. Newcastle, bitte. Was ist denn das hier? Ist das eine Festung? Keine Ahnung. Sieht irgendwie komisch aus. Sieht aus vielleicht wie ein Bunker. Naja. Kann gut sein, dass es aussehen soll wie ein Bunker, weil wir jetzt moderne Zeiten haben. Ah, ich habe Newcastle gefunden. Aber da habe ich schon mal drauf geklickt. Die werden wieder automatisiert. Und die Kavallerie geht auf in den Einsatz. Hier auch. Auf nach vorn. Jetzt drei Siedler dabei. Wenn hier oben wäre auch noch eine ziemlich gute Möglichkeit, eine Stadt zu bauen, aber ich glaube, ich werde erstmal um den Zipfel rumfahren.
rüber gucken. Ne, ich baue die doch hier oben. Ist doch sehr gut. Ja, ab nach Carrizal oder so. Kann ich nicht lesen. Cambridge kann ich lesen. Da haben sie auch wieder zwei Verteidigungseinheiten. Also mindestens zwei Verteidigungseinheiten. Kann ja nicht sein, dass Cambridge schlecht verteidigt ist. Wo kämen wir dahin? Autsch. Und auch hier ist eine Fabrik fertig in Königsberg. Da werde ich auch gleich ein Wasserkraftwerk als nächstes anbauen. Da ist der Hafen fertig. Hier kann ich jetzt die Fabrik einstellen. Irgendwo, ja, hier unten ist es. Ging eine Verteidigungseinheit, ein Pikeman so durch. Naja. Soll er das tun? In der Stadt sind schon Unruhen. Die haben schon die böse Vorahnung, dass ich sie jetzt einnehme. Genau, das passiert auch. Auch meine Berater sehen jetzt wieder anders aus. Hat man gerade gesehen, der sah aus wie ein Soldat, mein Militärberater. Was allerdings auch ein bisschen ungewöhnlich ist, also zumindest, dass er aussieht wie ein, ja, wie ein Feldsoldat, also wie jemand, der tatsächlich irgendwie mit Waffe in der Hand kämpft. Eigentlich sind doch Militärberater solche Leute mit den mit komischen Hüten und vielen Orden an der Brust. Ja, die kann ich auch direkt automatisieren. Cambridge hat sogar drei Verteidigungseinheiten. So, dann mal runter. Ein weiterer Siedler und eine Kavallerie. Du kannst jetzt hier die Stadt bauen. Ich nenne sie. Wie nenne ich sie? Oh Gott, wie kann ich sie nur nennen? Diese Städtebauberaterin hat jetzt eine Glatze. Wie nenne ich die Stadt? Fallen euch noch ein paar deutsche Städtenamen ein? Mir irgendwie nicht. Ich kann ja mal sowas nehmen wie Cottbus. Ja, und mit dieser Einheit
werde ich mal hier ans andere Ende fahren, sodass sie hier schon mal anfangen kann aufzuklären. Jetzt sind wieder die automatisierten Truppen unterwegs. Truppenhorden. Und machen automatisierte Arbeiten. Sehr gut. Liverpool. Und den schicke ich jetzt. Vielleicht erstmal dorthin. Ah, die Boote sind auch angekommen. Die Einheit hat sich regeneriert. Auf nach Exeter. Dover ist jetzt übrigens die neue Hauptstadt der Engländer. Könnte ich jetzt auch gleich in Angriff nehmen, aber ich mache hier erstmal Warwick. Irgendwie sind in vielen Städten der Engländer Unruhen. Wahrscheinlich sind die kriegsmüde. Ich weiß gar nicht, was die für eine Staatsform haben. Sofern sie eine Republik haben, werden die irgendwann kriegsmüde und dann gibt es wahrscheinlich verstärkt Unruhen in den Städten. Jo. Hier waren noch ein paar Städte wieder mit Unruhen, wo wir das nochmal reparieren müssen. Eine zweite war auf jeden Fall auch noch dabei. Allerdings weiß ich nicht wo. Hier ist übrigens unser Aluminium. Interessant. Wir haben immer noch keine Kohle. Also weder Geld noch Kohle. Geld hatten wir ja noch nie, aber Geld haben wir auch noch nie wirklich gebraucht. Und jetzt im Kommunismus kann man ja auch Menschen opfern. Wie das so ist im Kommunismus. Haha, oder auch nicht. Hier wird jetzt was getan. Also vielleicht wird sich bald hier was tun bei der Anbindung der Straße an die Kohle. Auf jeden Fall war hier noch eine zweite Stadt außer Newcastle, wo es Unruhen gab. Ich weiß auch gar nicht genau, ob man das im Zivilisationsberater sieht. Hier ist das. Nicht so wirklich. Also zumindest sehe ich jetzt nicht auf den ersten Blick. Ich habe natürlich jede Menge Städte. Vielleicht hier auf einem anderen Kontinent. Mainz hat sich hier jetzt auch ausgebreitet. Ziemlich breit gemacht, wie man sieht. Sehe ich jetzt da aber auch nicht.
Ja, versuchen wir es nochmal mit Warwick. Klar, dass da noch ein zweiter Pikeman vorhanden ist. In Liverpool mit Sicherheit auch. Ja. Und ich denke, das sollte jetzt erst einmal vielleicht noch mit dieser Stadt, der ich vielleicht auch einen Brandenburger Namen gebe. Brandenburger Städtenamen gebe, weil mir nichts anderes mehr einfällt. Die letzte Aktion gewesen sein, die ich hier noch im Spiel mache. Und das war's jetzt mit diesem Let's Play. Beim nächsten Mal machen wir weiter hier mit den Schiffen und schauen, wie es weitergeht. Und ich hoffe jetzt sehr, sehr, sehr stark, dass diese Aufnahme was geworden ist. Und wünsche euch dann alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.